auf nach New Scotland Yard. Boah, Scotland Yard ist auch so ein gutes Spiel, ne? Das habe ich seit Jahren nicht mehr gespielt. Oh shit, Albion hat das Revier übernommen. Und die gesamte Polizei. Aber keine Sorge, wem die privatisierten Schlägertrupps nicht gefallen, der kann ja einfach woanders einkaufen. Ich vermisse die Bullen nicht gerade, aber Albion können wir diese Scheiße nicht durchgehen lassen. Keine Panik, es hat sich nichts geändert außer der Uniform, den Sturmwaffen und der Tatsache, dass sie jetzt auf Profit aus sind und nicht auf den Dienst an der Gemeinschaft. Okay, für Informationen zum Spider-Bot musst du weiter rein. Wie er guckt. Sag mal, wer bist denn du? Also fick dich. Uhuhuhuhu. Der läuft hier immer im Kreis, ne? Big Uff, Lego hat die Straße ins City geändert. Und keine Baseplates mehr. Was ein paar Idioten, was? Aber warum? Genau, lauf weg. Lego ist cool. Wow. Aua. Aua, 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 aua. Das ist jetzt normales Lego statt diese Platten, die man Jahrzehnte kannte. Ach Mensch. Das finde ich irgendwie schade. Gibt es einen Grund dafür, warum die Platten rausgenommen haben? Wir waren hier schon mal drin, kann das sein? Ja, Geld machen. Ach, doch. Komm, Jack. Ist das derselbe Spinnenbot? Die Seriennummer passt zu dem Spider-Bot vom Ort des Toan-Anschlags. Kannst du irgendwie den letzten Benutzer rausfinden? Steuere den Spider-Bot aus dem Raum raus. Hm. Ich brauche eine direkte Verbindung, um mehr über unseren halbierten Freund zu erfahren. Bin dran. Diese Öffnung da sieht nach einem guten Ausgang aus.
Mach's dir bequem. Sogar kaputt und mit ein paar fehlenden Beinen kann der Spider-Bot noch springen und passt durch Schächte. Eine gute Möglichkeit, unentdeckt durch das Revier zu kommen. Oh Gott, ja, ich erinnere mich an den armen kleinen Spider-Bot. Der einem so leid tat. Das ist ein Teil des Fernzündsystems aus dem Parlament. Wenn die Polizei bzw. Albion es wirklich analysiert hätten, würden sie sehen, dass das nicht DedSecs Werk war. Das ist Dortons Maske. Die muss aus dem Parlament geborgen worden sein. Vielleicht ist sie das Einzige, was von ihm übrig ist. Oh. Der gute Dalton. Oh, ich hasse es. Warum? Jetzt war ich fast oben, ne? Und falle runter. Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin echt zu doof, ne? Verdammt, sieh sich einer den ganzen Müll an. Du musst drüber springen, um zur nächsten Schachtöffnung zu kommen. Ach. Empathisch mit Maschinen sein kann, ne? Mit denen wäre ich empathisch. Und zwar, obwohl sie Spinnen sind. Ich mag keine Spinnen. Was stimmt denn nicht mit dem Scotland? Beschlossen, dass die ihren Job nicht mehr machen können. Plötzlich kann irgendein Unternehmen unsere Straßen besser sauber halten als die Polizei, die wir seit wer weiß wie lange haben. Wenn der Kampf gegen das Verbrechen zum Geschäft wird, verschwindet. Ja. Wo er recht hat, hat recht, ne? Du bist fast da. Bahne dir den Weg durch diesen letzten Schacht. Oh mein Gott. Was? Nee, das kann ich nicht sagen, sonst bekommt Schnieke ein Herz, Kasper. Was? Die Seriennummer dieses Spider-Bots ist auf die Polizei registriert.
Ich habe es. Ich scanne den Spiderbot und greife auf die internen Laufwerke zu. Während ich diese Daten analysiere, solltest du dich verdünnisieren. Es sei denn, du möchtest unserer neuen, schwer bewaffneten Polizeimacht erklären, warum du ins Revier eingebrochen bist. Okay, von mir aus. Das Spiderbot-Teil, das du gefunden hast, verfügt über ein satellitengestütztes GPS-Modul, das seine Position regelmäßig an eine bestimmte Bodenstation gemeldet hat. Ich mag keine Spinnen. Diese Daten laufen durch die ganze Stadt. Wo gehen wir als nächstes hin? Ich schicke dir die Position der Bodenstation. Untersuche die Bodenstation. Wo ist die denn? Hier hinten. Ach komm, das können wir so zu Fuß laufen. Da brauchen wir jetzt nicht porten. Mir ist nur vom Hören schon schlecht geworden. Oh nee, dann lass es. Dann lass es bitte. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich arachnophob bin, aber... Okay, also laut Hausmeister bin ich arachnophob. Ich kann das nicht ab. Ich verfall so in Schockstarre. Doofe Frage. Wie komme ich denn in den Clock Tower? Mit dem Spiderbot. Da kommst du nur mit dem Spiderbot rein. Ja, aber wo? Warte. Und zwar, wenn du... Kann ich die Karte drehen? Ja. Wenn du hier bist, da wo dieser Technikpunkt auch ist. Warte. Ah, ich kann die nicht um 180 Grad drehen. Egal. Dann ist hier an dieser Ecke eine kleine... Ja, so ein kleiner Durchgang. Da müsstest du reinkommen. Wieso habt ihr alle Spaß ohne mich? Sie spielt selber. Ich spiele selber. Du findest Watch Dogs doof. Finde den Fehler. Ich stehe auf Knete. Zwei Egoisten. Nein. Wir spielen ja Singleplayer. Wir spielen nicht Multiplayer, weil der Multiplayer ist ja doch noch nicht raus. Der sollte jetzt eigentlich rausgekommen sein. Ist er aber nicht. Ja, warte mal, ich kann da ja selber noch mal ganz kurz hingehen. Da müsste es nämlich irgendwo die Möglichkeit geben, irgendwas aufzumachen oder... Warte mal, wie kam ich denn da rein? Hier in dem Durchgang und dann da hinten in der Ecke. Da müsste was sein, wo du mit dem Spiderbot reinkommst. Ich finde Watch Dogs nicht doof, ich finde es nur langweilig zum Stream. Ach so. Also zum Zugucken findest du es doof. Wer ist Single? Alle. Du weißt schon, dass du mir auch mal schreiben könntest. Ja, sollte er. Ihr seid doch connected. Ich muss eh auf der anderen Seite lang. Will mich ja nicht aufdringen. Jetzt tu mal nicht so. Da ist Tee, was? Meinst du der Technikpunkt? Ja, dafür müsste ich mir jetzt aber irgendwie erst ein Dings besorgen. Da ich nicht mit der Bauarbeiterin unterwegs bin, müsste ich das erst suchen. Und die hat einen fetten, pinken Anzug an. Aha. Interessant. Weiß ich A, was du gerade tust, oder B, ob du meine Nachricht überhaupt liest? Hm? 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 Apropos, waren wir jetzt eigentlich auf Freitag geblieben? Oder was hatten wir gesagt? Das war Angela mit Perücke und sehr braun gebrannt. Waschte. Ich denke Samstag bei Lucy. Ach so, ja, 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 Samstag. Ja, war das jetzt Freitag oder Samstag? Ich weiß es nicht mehr. Hab nichts mitbekommen. Nee, ich glaube, da warst du auch gerade nicht da. Also entweder Freitag oder Samstag. Spielen wir dann wieder Payday oder wollten wir dann mal mit Raft anfangen?
Ich hätte ja Bock auf Raft. Ich wollte mir das wenigstens mal angucken. Timing wie eine Topfpflanze. Ach. Ist doch halb so wild. Restaurantkritiker? Sag ruhig, dass dir Payday keinen Spaß gebracht hat, Lara. Ich verstehe das schon. Es war ganz lustig, doch. Also für mal zwischendurch ist es okay. Für mal zwischendurch fand ich es cool. Mal zwischendurch. Nein, also es macht schon Spaß. Zeig mir bitte einen Weg rein, Bagley. Hast du was gesagt? Ich erfasse ein Überwachungsnetzwerk, das etwas unter dieser Brücke bewacht. Wenn du es hackst, kannst du vielleicht reinschauen. Der GPS-Verlauf des Spider-Bots, den wir bergen konnten, hat regelmäßig diese Koordinaten angepingt. Unser geheimnisvoller Zeuge, der echten Bombenleger, muss mehrmals zu diesem reizenden, feuchten Ort gekommen sein. Guter Ort für zwielichtigen Scheiß. Wäre auch geeignet, um diskret eine Leiche in die Themse zu werfen. Nein, also es war ja schon ganz lustig. Ich kann mir auch vorstellen, dass man das gut mal so an einem Abend, ähnlich wie Phasmo, so 2-3 Ründchen und dann ist geil. Aber ich würde mir gerne mal Raft angucken. Und Frauen mit Grips machen es ihnen dann zum Vorwurf, aber vergeben dann aber auch was. Männer mit Grips wollen sich inzwischen nicht aufdrängen. Und Frauen mit Grips machen es ihnen dann zum Vorwurf. Es ist schwierig. Zu viel Väter. Lambeth Bridge 1, Haftbefehl an alle Wachen von Albion. Sie erhalten hiermit den Befehl, Gloria Ganton festzunehmen und sie mit und sie zu mir, einem Friedensrichter des Vereinigten Königreichs, in mein Londoner Büro zu bringen, um sich für folgendes Verbrechen zu verantworten. Rechtswidrige Versammlung, Anstiftung zu einer Straftat und Vandalismus. Leisten Sie diesem Erlass Folge und bringen Sie die Gesuchte mit dem Haftbefehl zu mir. Haftbefehl Nummer 16-1688. Unter Vereinbarung der städtischen Polizei LDN 4438. Macht eine Gripsblockade im Schädel. Ja, irgendwie schon so, ne? Oh, hello. Nein, ach komm. Vielversprechend. Ich muss noch den Rest finden. Wie komme ich da rein? Ich würde ja selber nicht in der Themse schwimmen, ne? Ich denke nämlich, dass das Wasser sehr eklig dreckig ist. Oh, ich bin so dumm. Achso, nee, doch nicht. Sehr gut. Ich spiele jetzt Minecraft. Viel Spaß. IDN 4834, was? Ein paar Leichen wird es da schon geben. 30 Kills, 12 bis 13 verloren. Oh, 12 zu 13. Du denkst auch, Payday wäre scheiße. Da kann man halten, was man von möchte. Ist doch nicht wahr. Ich habe nicht gesagt, dass es scheiße ist. Es hat ja auch Spaß gemacht. Aber es ist jetzt nicht so was, wo ich mir den ganzen Abend mit um die Ohren schlagen würde. So für zwischendurch ist das geil. So wie Overwatch. Für zwischendurch ganz geil. Aber ich würde es jetzt nicht die ganze Nacht durchzocken.
Profil Dalton Wolfe. Dalton Wolfe, Teil der ursprünglichen DedSec London, Alter 41, Geburtsort London, England, Status verstorben, Todesursache unbekannt, Beruf arbeitslos, ehemalige MI5-Agent, Einkommen 0, 550.000 Pfund Schulden, Online-Name Lone Wolf. Was steht? Beim nächsten Mal probieren wir Stehalt. Läuft bestimmt super. Ah, willst du mich jetzt verarschen? Ah. Meine Fresse, unglaublich! Das ist ein geheimer Bullenbunker. Wenn Albion durch deinen Arbeitsplatz marschieren würde, würdest du auch ins Homeoffice gehen, oder? Der geheimnisvolle Officer war wohl sehr engagiert. Wird gern wissen, was ihn zum Torenanschlag geführt hat. Der Computer ist ordentlich eingestaubt, aber vielleicht finden wir ja doch was Nützliches. Ich esse jetzt Bubbles. Ja, Hausmeister kommt und rasch und noch Kessler in der Küche. Ja, aber der ist nicht süß. Ich will jetzt was Süßes haben. Oh, geh doch auf. Also. Was haben wir denn da? Das ist Inspektor Caitlin Lau, ehemalige Frau Inspektor, seit Albions Putsch. Die Polizei ist Geschichte. Die Polizei hatte die Beweise eh längst vernichtet. Alles zu Albion, Clan Kelly und den Anschlägen. Aber ich weiß, Mary Kellys Trottelbande steckt also damit drin. Auch in anderen Verbrechen, die wir untersuchen können. Wenigstens eine. Ich und einige Vertraute sind risikobereit. Wieder hinter Mary Kelly her. Ich werde es wohl nie lernen, was? Haben wir noch was? Inspektor Caitlin Lau, Videolog. Clan Kelly und Albion haben einen Deal geschlossen. Ich kenne keine Details, aber es sieht nach Menschenhandel aus. Das European Processing Center ist Albions Sache. Seit den Anschlägen können sie Leute einfach von der Straße holen. Als illegale Einwanderer, DedSec-Aufrührer, was auch immer. Obwohl wir die wahre Gefahr kennen. Also Clan Kelly sammelt diese Leute ein, diese Migranten, Deportierten oder besser Opfer. Und sie bringen sie irgendwo hin. Aber wohin und wieso? Alles führt zur Bosslady zurück. Ich wusste einfach, sie hatte etwas damit zu tun, aber sie gab sich unschuldig. Es gibt nur eine Art, das durchzuziehen. Ständige Überwachung von Mary Kelly. Werde ich erwischt, dann ist das mein letzter Eintrag. Aber ich muss sehen, was sie verbirgt. Der geheimnisvolle Officer war Inspektor Caitlin Lau. Klingt, als wäre Mary Kelly ihr weißer Wal und bei der Untersuchung stieß sie auf die Anschläge. Echt jetzt? Albion steckt mit Clan Kelly unter einer Decke? Ist das ein Scherz? Anscheinend hat Zero Day bei allen widerlichen Sachen in London die Finger im Spiel. Alles führt auf sie zurück, einschließlich Clan Kelly und Albion. Jeden Tag verschwinden haufenweise Leute. Damit muss endgültig Schluss sein. Inspektor Lau hat erwähnt, dass Albion ihren Teil der Operation vom EPC ausleiten. Detektive wie wir nennen das eine Spur. Oh, eine Spur. Wahnsinn.